Hallo alle Strandfiguren, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video und heute wollte ich euch ein richtig cooles Bizeps-Workout fürs Fitnessstudio vorstellen. Man sieht ja immer wieder beim Bizeps-Training, wie Leute komplett falsch trainieren. Ja, ich meine, du hast einfach jemand, der irgendwie komplett seine Schulter hier mit benutzt. Irgendwie, ich meine, ey, ganz kurz mal, Flavio, was machst du hier eigentlich gerade? Soll das eine Bizepsübung sein oder was? Natürlich, was denkst denn du? Ja, warum führst du die so aus, bitte? Das ist ja kein Bierkrug, Mann. Dass ich mehr Gewicht schaffe. Ja, ich meine, das sieht man ja auch. Ne? Wenn du jetzt mal wirklich ein bisschen was für die Arme machen willst, ein bisschen aufbauen willst wirklich, ja, dann zeige ich dir jetzt einfach mal ein cooles Bizeps-Workout. Bist okay. Du dabei? Also habe ich jetzt falsch trainiert? Ja, hundertprozentig. Okay, aber das laden wir nicht hoch, oder? Nein, keine Sorge, das laden wir jetzt nicht hoch. Alles aber wir machen jetzt gleich das Bizeps-Workout und so weiter und das laden wir dann hoch. Also okay, alles klar. Okay, los geht's, Leute. Wichtigste Regel beim Bizeps, ne? Bizeps-Training generell. Wir machen jetzt als erste Übung Langhantel-Curls. Ja? Die wichtigste Regel ist, dass du wie immer im Squat-Rack machst. Okay. Immer. Weil, wegen der Sicherheit und so weiter. Und immer wenn dann Leute irgendwie ankommen und sagen, oh, man macht keine Curls im Squat-Rack, dann musst du einfach sagen, wieso? Wir können es doch vom Gewicht her abwechseln. Weil ist bei den meisten so, ne? Okay, also wir machen ganz normale Langhantel-Curls. Los geht's. Hier so halten, Schultern zurückziehen, ne? Und dann gehst du hier richtig schön hoch bis zum Hals, ja? Und ich gehe aber immer nicht ganz runter, also um die Spannung zu halten. Ja, und vor allem auch, weil ich halt, wenn ich die Langhantel benutze, geht es irgendwann sonst zu sehr hier auf den Unterarm. Ja. Deswegen gehe ich nicht ganz runter. Ich ziehe die Schulter nach hinten, gehe hier bis zum Hals und ungefähr bis hier so. Okay? Ja. Erstmal warm machen. Oh yeah. Yes, das kommt gut. Ganz langsam. Ja, ja. Oh. Okay, beim Bizeps-Training ist es bei mir persönlich so, ich meine, das muss jeder selber wissen, willst du jetzt den maximal fetten Bizeps-Umfang? Ja. Ja. Dann was denn sonst? Ja, gut, bei mir, ich trainiere halt auch viel auf Kraftausdauer und so ein bisschen mehr auf Kraft und so.
Crossfit und so, da geht es mir jetzt nicht um den fettesten Bizeps, Hauptsache ich kann Gewichte heben, ja. Aber wenn du halt mehr den aufbauen willst, würde ich eher auch den öfter trainieren. Also Häufigkeit geht ja eigentlich vor Umfang, ja, des Trainings. Das heißt, lieber zweimal pro Woche trainieren und dann zum Beispiel, wir machen jetzt auch nur zwei Übungen. Einmal diese Langhantel-Curls und dann machen wir jetzt noch hier so einen kleinen Supersatz. Und dann einfach lieber noch einmal extra pro Woche, aber ich weiß nicht, wie du das machst mit deinem Bizeps-Training. Ja, also ich trainiere den jeden Tag. Jeden Tag. CT Fletcher. Kein Overtraining. CT Fletcher. Also ich trainiere mich entweder, also natürlich bei Rückenübungen immer mit, ist ja klar. Und dann noch einmal die Woche, also letztendlich zweimal. Zweimal. Genau. Einmal im großen Muskel und einmal nochmal isoliert. Okay. Ja, so ist es besser, als wenn ihr jetzt irgendwie einmal pro Woche nur den Bizeps trainiert und dann irgendwie mit 7 Übungen oder so. Das bringt meiner Meinung nach nicht ganz so viel. Dann lieber öfters trainieren. Was wir jetzt für eine Übung machen, ist eine richtig geile aus Arnolds Bibel. Ja, mhm. Arnolds Bibel für Bodybuilding, irgendwie sowas. Und zwar fangen wir hier an mit 15 Kilo, gar nicht so viel, und machen hier Curls. Ja, so viele, wie du schaffst. Absetzen und dann die nächsten. Ja, so viel du schaffst, dann die nächsten und wir gehen rum bis irgendwie bei 7,5 oder so. Das heißt, am Ende hast du dann tatsächlich irgendwie so 40, 50 Curls gemacht oder so. Kraftausdauer. Ja, und es geht aber, ja, Kraftausdauer, aber es baut auch den Bizeps auf jeden Fall auf, weil es ist ein ganz anderer Reiz mal, ja, ne, ja, als das, was man sonst macht. Und ich fange jetzt direkt an. Ja.